Jo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem neuen Video, die Top 10 Konter Folge 12. Also ich freue mich, Battle Rap Germany hat mal wieder ein neues 10 Konter Video rausgehauen. Let's go! Wieso willst du damit wieder Klicks generieren? Keine Ahnung, jetzt muss ich diese Bitch hier bleiben. Oha! Halt mal deine Fresse, fick mal deinen Style. Ich bin nicht klickgeil, ich finde Klicks einfach nur geil. Also das ist doch der beste Battle-Rapper. Ja, guck mal hier die Kamera, bei mir geht's hier auf Zoom. Du stehst auf Klicks, dicker Junge. Klick, klick, boom. Oh! Also halt mal dein Maul. Junge, wie sieht Gia aus, Digga? Rückhand, Vorhand, keiner pfeift das Foul. Yo, hey, es ist Liz, der wird alles machen, nur für Geld. Digga, seit ein paar Jahren bist du ein Schatten deiner selbst. Ja, Mann, und das sieht man. 500 Euro, Dicker, würde ich niemals featuren. Jeder sieht, was für eine Hure du bist. Ich mach alles für Geld. Deshalb buche ich dich nicht. Oh. Ich nehm keinen Fick, du wirst eh kein Star. Nach jedem Battle von dir sagen sie, der soll sich wegmachen. Nach jedem meiner Battles heißt es, ich soll Tracks machen. Keine Ahnung, was ich hier noch mache. Ich sollte schreiben, aufnehmen, recorden, nach den Sternen greifen. Was? Mighty P vs. Man in Black. Man in Black, auch bekannt, der kleine Bruder von Gia. Ja, nach den Sternen greifen, Alter, guck mal nicht auf Tiger. Wenn sie fünfmal sagen, geh, dann komm ich sechsmal wieder. Ist mir doch scheißegal, ja, dann mach doch deine Trick in deinem Kinderzimmer, wo du dein Taschengeld versteckst. Ja, yeah. Dicker, du bist nicht mega. Wenn du sechsmal wieder kommst, sind das fünf Folgefehler. Keine Ahnung, du bist übel zurück. Mighty P, graue Haare. Junge, irgendwie krass, wie sich so alle verändert haben, wenn man die mal so alle abcheckt. Da hinten, Junge, LBB. Der LBB sowieso heftigster Style. Beste Sonnenbrille. Ich bleib ein Opfer, trotzdem ein Opfer in dem BMW. Digga, ich bin ein Laut, Digga, ich bin doch nicht LBB. Du hast kein LTE, also rede nicht. Halt mal deine Fresse, weil mein Messer deine Kehle trifft. Dein Messer deine Kehle trifft, dann killst du. Du machst auf Bonaparte, komm mir nicht mit BMW. Sozialticket, Monatskarte. Ich hoffe, es wird ein Album zweimal, ist voll künstlich. Halt deine Maul, ich lass die Hure schreien. Was zählt da? Du sagst, du warst selbst super dry. Ja, okay, du bist der harte G. Ich hab Angst, dass der mich durch die Nase zieht. Let's go, Alter! Junge, war LBB das allererste Mal gerade auf dem Takt? Niemals ziehen, denn du bist wirklich nicht berauschend. Stark. Der Typ ist nicht ganz wie Cynic oder doch Battle Rap Junkie. Oh. Auf dem Kanal gab es Cynic, Best auf Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5. Du hast krassen Rap, Dicker, das war richtig gut. Battle Rap Junkie kennst du nicht, das war ein Business Move. Halt die Fresse, Alter, ich hab jetzt deine Welt zermatscht. Dicker, du hast in deinem Leben noch niemals Geld gemacht. Ey, ganz ehrlich, Mann, du bist doch nur ein echter Kek. Das ist Business Move gegen Liebe für Battle Rap. Oh! Hey, Bitch, Mann, ich zerfick dich und treff mal mich den... Ja, mich den Bitch, Alter. Dicker, du bist immer cool. Liebe für Battle Rap, aber ich gebe keine Interviews. Oh! Ah, da hat er ihn, da hat er ihn, Junge, da hat er ihn. Fuck, Mann, du, ich komm nicht klar, Opfer. Junge, ich benutze dich als Zahnstocher, yeah. Denn du hast viel zu viele dünne Beine. Komm hier vorbei, mal auf der Street wirst du so misshandelt. Pass mal auf, ey, ich lünch dir durch. Ja, bei deinen Zahnlücken, da pass ich wirklich nicht. Killer, ne? David Jones gerade am überlegen. Fuck, was kann ich jetzt sagen? Yeah. Jetzt wird die Kelle ausgepackt. Doch der Typ, der punktet nicht. Halt die Fresse oder schätze diesen Hund auf dich. Der miese Husky beißt dir in die Schlagader. Guck mal, ich sag dir eins, Blaspartner. Halt mal deine Fresse, wird zerfetzt, du Bitch. Der Hund ist wie du. Ich esse dich. Also, geil! Ich werde auch hier im Schlecht. Das war irgendwie eine geile Line, die war unerwartet. Der Hund ist wie du. Ich esse dich. Das hast du jetzt schon fünfmal gesagt, trotzdem ist der Beutel so wie dein Name im Buchstabensalat. Da hab ich einfach ein bisschen die Buchstaben vertauscht, trotzdem wird am Ende aus RVR-Frau. Ja, pass auf, du bist hier geordert, du bist schon bei drei Buchstaben überfordert. Oh! Ziemlich frisch, pass mal auf. Digga, ich rede nicht mit dir, kannst du mal auf den Beat rappen? Ey, ganz ehrlich, setz dir hier beim Halbtakt ein, was ist das für ein Typ, Digga, was bist du für ein kranker Schwein? Warte, warte. Hey, pass auf, ich werd dich mies, weil ich bin LBB.
das nicht nach mir zu richten. Ich hab's nicht verstanden. Was? Ich bin LBB, was? Ey, pass auf, ich werd dich mies verlichten. Ich bin LBB, der Beat hat sich nach mir zu richten. Ach so. Ich bin LBB, der Beat hat sich zu mir, nach mir zu richten. Okay, ja gut. Ich muss sagen, ich fand, das war jetzt nicht so ein starker Konter, den auf 1 zu haben, aber naja, okay. Ich weiß nicht, ist es eigentlich sortiert? Ich könnte mir gerne sagen. Okay, im Großen und Ganzen war das trotzdem ein nices und wildes Video. Was zählt da? Du sagst, du warst selbst super dry. Ja, okay, du bist der harte G. Ich hab Angst, dass der mich durch die Nase zieht. Ja, hier ist echt sehr viel von 4-7's Vlog. Ist auch nice, weil ich kenne sehr viele von 4-7's Vlog gar nicht. Und das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ballert mir weitere Vorschläge immer in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, macht's gut, haut rein und ciao.